Hallo Freunde, wir tippen heute einmal den dritten Spieltag der Fußball-Europameisterschaft bei Kicktipp. Wir, das sind Thomas und ich. Hallo Thomas. Hallo Sören. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. So, ich schlage vor, nach dem Intro tippen wir erstmal die Ergebnisse des dritten Spieltags. Wir haben jetzt ja die ersten Spiele verfolgt. Insbesondere, wenn ein Favorit gegen einen Underdog spielt, fällt doch auf, dass die Underdogs sich wirklich arg hinten einigen und mit langen Wellen nach vorne operieren, teilweise gar nicht das Ziel haben, ein Tor zu schießen. Das führt natürlich zu sehr knappen Ergebnissen. Thomas, wie siehst du die Europameisterschaft bisher? Ja, ganz genau. Die Mannschaften sind alle noch sehr zurückhaltend ins Turnier gestartet. Nur ganz wenige Mannschaften, die wirklich mal die Offensive gesucht haben. Wenn man das jetzt aktuell vergleicht mit der Copa America, die ja nachts immer noch parallel läuft, also wem drei Spiele am Tag nicht genug sind, kann auch in der Nacht nochmal schauen. Da sieht man, dass es deutlich offensiver ist, ne? Deutlich offener. Dann sind da die Leistungsunterschiede auch deutlich größer als jetzt hier in Europa. Das mag mit Sicherheit ein Grund sein. Ja, ich schlage vor, wir fangen einfach an mit den ersten Tipps bei dem dritten Spieltag von Kicktipp. Ja, wir starten mit England gegen Wales. England hat natürlich das Auftaktspiel mit 1:1 eher unglücklich gestaltet. Man hat klar dominiert. Allerdings haben die Russen relativ zu Schluss noch den Ausgleichstreffer erzielt. Ja, also wenn England die Gruppe gewinnen will, dann stehen sie jetzt natürlich schon sehr unter Druck gegen Wales, die relativ überraschend das erste Spiel gewonnen haben. Ja. Dennoch, ich glaube, dass England das Spiel gewinnen wird. Mein Tipp 3:1. Ja, ich tippe auf ein 1:1 diesmal. Ich glaube, Wales kann England kommen lassen und ich glaube, dass Wales dann die Engländer versuchen werden auszukontern und das könnte ein Spiel sein, was gut für Wales laufen könnte. 1:1. Das nächste Spiel auf dem Zettel ist Ukraine gegen Nordirland. Die Ukraine hat ja gegen Deutschland gespielt, mit 0:2 dann verloren und Nordirland hat ja 0:1 gegen Polen verloren. Und jetzt droht es ja, dass der Verlierer im Endeffekt schon raus ist. Also eigentlich müssen beide Mannschaften gewinnen, wenn sie Chancen auf das Weiterkommen haben wollen. Und ich glaube, dass die Ukraine zwar individuell besser ist als Nordirland, aber ich glaube, es wird ein sehr kämpferisches Spiel und ich tippe hier 1:1. Ich glaube auch, das Spiel wird sehr zäh werden. Nordirland wird ähnlich erstmal wie im ersten Spiel auch sich weitgehend auf die Defensive konzentrieren. Ich glaube aber, dass sie irgendwann merken, dass wenn sie weiterkommen wollen im Turnier, dann muss ein Dreier her und dann irgendwann wird das Spiel etwas offener gestaltet werden. Und ich glaube, da wird dann die Ukraine sich durchsetzen können. Mein Tipp 1:0. Im nächsten Spiel trifft Deutschland auf Polen und beide haben ja ihr Auftaktspiel gewonnen. Ich fand eigentlich, dass Deutschland eine relativ überzeugende Leistung geliefert hat. Klar, in der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte schwamm man ein wenig, aber gerade insbesondere die zweite Hälfte war durchaus souverän. Und man hat sich auch Chancen herausspielen können, wenn auch eher durch Standards oder durch Fernschüsse. Aber im Endeffekt war das bislang für mich die überzeugendste Leistung. Ich tippe, dass Deutschland gegen die guten Polen, gegen die gut konternden Polen 3:1 gewinnen werden. Genau, dieser Tipp steht auch auf meinem Zettel. Auch ich tippe 3:1. Ich denke auch, die Deutschen sind ganz gut ins Turnier gestartet, wobei gerade in der Abwehr noch etwas Abstimmungsbedarf besteht. Das nächste Spiel tippen wir wieder unter Vorbehalt. Wir haben weder Italien noch Schweden bisher gesehen, aber irgendwann müssen die Videos ja auch mal veröffentlicht werden. Und von daher tippen wir jetzt Italien gegen Schweden. Ich gehe davon aus, dass Italien sich weiterhin im Umbruch befindet und Schweden nicht mehr ganz so offensiv spielt, wie sie es einmal getan haben. Von daher wird das ein durchaus zähes Spiel für beide Beteiligten. Ich tippe hier auf ein 1:1. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich denke auch, dass sich Italien durchaus schwer tun könnte gegen die Schweden, aber ich glaube schon, dass sich die individuelle Klasse letztlich durchsetzen wird. Mein Tipp ist, dass Italien knapp 2:1 gewinnt. Im nächsten Spiel trifft Tschechien auf Kroatien und die Kroaten haben gut gegen die Türkei gespielt und so schwach habe ich die Türken ehrlich gesagt nicht erwartet. Und auch die Tschechen waren gegen Spanien defensiv sehr stark. Es ging relativ wenig nach vorne in der Offensive. Darida hat ein bisschen Dampf gemacht. Ich glaube aber, die Kroaten sind in diesem Jahr sehr gut drauf und ich glaube, die Kroaten gewinnen mit 2:0. Mein Tipp ist auch ein Sieg für Kroatien. Ich glaube aber, dass die Tschechen durchaus zum Tor kommen werden. So stabil schienen mir die Kroaten nicht zu sein. Ich glaube 2:1 für Kroatien. Ja, warten wir mal ab. Im letzten Spiel, beim dritten Kicktipp-Spieltag, trifft Spanien auf die Türkei. Und Spanien hat gerade 1:0 gegen Tschechien gewonnen. Das Spiel war durchaus überzeugend, allerdings vorne nicht abschlussstark genug. Da haben wir noch diverse Chancen liegen lassen. Und von der Türkei habe ich ehrlich gesagt noch keine überzeugende Leistung im Spiel gegen Kroatien gesehen. Ich glaube, der spanische Motor kommt jetzt auf Touren. Ich habe ja auch Spanien als Europameister getippt. Und von daher glaube ich, dass Spanien die Türkei mit 3:0 besiegen wird. Du hast bei mir abgeguckt. Genau das ist auch mein Tipp. Ich denke auch, dass Spanien, wir hatten ein bisschen Pech jetzt gehabt gegen Tschechien, hatten viele Chancen liegen lassen. Ich denke mal, dass sie ein sicheres Spiel machen wollen gegen die Türkei, aber dann irgendwann auch ein bisschen Dampf rausnehmen.
Ich glaube 3-0, das ist ein sehr passendes Ergebnis. Da sind wir uns ja auch einig. Mal wieder einig, genau. Ja, Thomas, Zeit, dass wir uns mal ein bisschen um die Kicktipp-Tabelle kümmern. Schauen wir doch mal einen Blick drauf, wie wir denn so aktuell stehen. Und da müssen wir sagen, aktuell auf Platz 1 sind 4 Leute. Janine Aussi ist auf Nummer 1 neben Luke Sport. Max S. und Shanks, beide haben, oder alle 4 haben 12 Punkte. Und wenn es darum geht, wo wir uns befinden, müssen wir sagen, ich komme auf einen geteilten 13. Platz mit bisher 8 Punkten. Ist auch nicht so erfolgreich. Und Thomas, ich hoffe, du sagst es lieber selber, dass ich es sage. Ja, ich stehe mit 7 Punkten insgesamt zumindest noch vor einigen, die vergessen haben zu tippen. Das ist ja auch das Minimalziel, dass man nicht mit weniger Punkten rausgeht. Nein, wir haben, ich red uns mal jetzt schön unsere Leistung, wir liegen aktuell 4 und 5 Punkte hinter der Spitze. Das können wir noch aufholen, das Ergebnis ist ausbaufähig, aber ganz so schlecht ist es noch auch noch. Es kommt auch noch hinzu, dass wir auch relativ häufig nur ein Tor daneben getippt haben, aber ich glaube, über dieses Problem kann sich jeder wohl in der Tipprunde beklagen. So, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dem Video, ihr habt schon gesehen, einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank an Thomas, dass er wieder mitgemacht hat und mitgetippt hat. Bis zum 4. Spieltag. Ja, da sehen wir uns nämlich wieder. Leute, bleibt am Ball. Macht's gut, euer Sören. Ciao. Ciao.